Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Heute geht es weiter mit den nächsten Partien und wir spielen heute gegen die SPVGG Greuther Fürth und gegen den VfB Stuttgart. Das Ganze wieder in der gleichen Konstellation wie letzte Woche. Nachkommentiert das erste Spiel und live kommentiert das zweite Spiel, was heißt eigentlich letzte Woche, genauso wie gestern. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch über freuen. Es ist die absolute Top-Partie, wir können nochmal an Stuttgart ranrücken. Die haben nur noch 8 Punkte Vorsprung, es sind 27 Spiele gespielt, das heißt 7 sind noch, das heißt 21 Punkte. Das heißt, theoretisch können wir sie noch einholen. Sehr unwahrscheinlich, aber es geht noch. Und das ist unsere Mission heute. Videobeschreibung, Links zu IG Vault. 6% Rabatt in der Corebox Gaming TV. Checkt die auf jeden Fall aus. Black Friday Angebote kommen auf euch zu. Es lohnt sich definitiv. Ihr könnt einiges am Bonus oder einige an Boni dazu bekommen. Und ich wollte noch anmerken, warum ich das Spiel gegen Fürth live nachkommentiere und das gegen Stuttgart live. Wenn ich live kommentiere, spiele ich in meinen Augen irgendwie besser. Und das will ich ausnutzen gegen Stuttgart. Also ohne weiteres Rumgeschweife, rein in die Partie zu Hause gegen die SPVGG. Das heißt, zu Hause gegen den Tabellendritten, die 6 Punkte, nee Quatsch, was laber ich da, 14 Punkte hinter uns stehen. Also vor denen sollten wir sicher sein. Aber wir wollen es trotzdem versuchen. Sie haben momentan, gucken wir mal ganz kurz, 6 Punkte bzw. 5 Punkte. Es könnte schmilzen auf 3 Punkte Vorsprung auf den Nicht-Relegationsplatz. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wir gehen rein. Bis gleich. Die letzten Züge der Bundesliga-Saison 2016-2017. Hannover 96 gegen die SPVGG Greuther führt zu Hause für die Roten in der HDI-Arena eine wichtige Partie, denn man kann weiter aufschließen zum VfB aus Stuttgart, der in den letzten Partien immer mehr Punkte lässt und immer mehr Federn lässt, was natürlich für die Roten nochmal ein extra Anreiz ist, eventuell doch die Zweitligameisterschaft zu holen. Unter anderem wieder mit dem zuletzt umstrittenen Manuel Schmiedebach in der Startelf. Der hatte sich im Vergleich zu Bakalotz durchgesetzt durch Trainingsleistungen in den Partien selber, aber nicht unbedingt gut ausgesehen. Trotzdem stand er heute wieder als Kapitän auf dem Platz und wahrscheinlich hat gerade dieses Kapitänsamt dafür gesorgt. Bei der SPVGG aus Fürth keine großen Überraschungen. In der Startelf allerdings sieht es bei denen auch nicht so gut aus. Über den 96ern sind nur in der zweiten Tabellenhälfte an das Ziel, das sie ursprünglich hatten, deutlich verfehlt in dieser Saison. Und 96, wie gesagt, bei denen sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Daniel Stendel hat gute Arbeit geleistet. Der Aufstieg ist so gesehen eigentlich nur noch reine Formsache. Und dementsprechend kann sich 96 schon auf das nächste Jahr konzentrieren. Königsmann, Schmiedebach, Sané, Hübner, Pripp, Fossum, Saren, Renbase, Rogic, Klaus, Harnik und Füllkrug in der Spitze. Hübner in der Innenverteidigung ausnahmsweise mal anstelle von Anton, der nicht hundertprozentig fit war. Also eine etwas leicht veränderte Elf. Auf der anderen Seite gab es wie gesagt keine großen Überraschungen. Wir gucken uns natürlich trotzdem gerne die Elf der SPVGG Greuther Fürth an, die wie gesagt noch momentan ein bisschen Wiedergutmachung betreiben will zum Saisonende hin. Bei den 96-Fans ist das nicht nötig. Die feiern bereits seit Wochen den Aufstieg ihrer Mannschaft zurück ins deutsche Oberhaus. Mejiri, Heidinger, Caligiuri, Franke und Gieselmann, der ehemalige 96er in der Verteidigung. Davor Hoffmann, Rapp, Trippic, Hang Sang-won, Sararea und Berisha als einzige Spitze aufgeboten. Es ist auf jeden Fall eine offensivstarke Mannschaft. Defensive wackelt in den letzten Wochen immer wieder mehrmals. Und dementsprechend hat 96 mit seiner Offensivpower natürlich die Karten in der Hand und das Heft in der Hand. Und das, da war sich Trainer Rutenbeck sicher, würden sie auch ausspielen. Salif Sané, der Abwehrchef, heute also höchstwahrscheinlich auch ein bisschen gefordert gegen die starke Offensive. Allerdings war das Ziel trotzdem recht früh, das 1:0 zu machen und damit ein bisschen Ruhe in den Karton zu bringen. Und sie hatten früh die Gelegenheit. Schöner Ball auf Martin Harnik. 4 Minuten waren da gespielt. Harnik frei vor Mejiri. Aber der legt den Ball am Kasten des Ungarn vorbei. Das wäre normalerweise sicher das 1:0 gewesen. Aber der Österreicher hier mit einer vergebenen Großchance. Auf der anderen Seite führt dann das erste Mal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten. Und zwar über Rapp. Und das war ein guter Versuch. Königsmann muss aber nicht eingreifen. Der Ball geht am Kasten vorbei. Die anschließende Ecke von Trippic in die Mitte gebracht. Ja, der Kopfball erstmal geklärt. Und 96 geht auf Konterjagd mit Martin Harnik. Und der ist viel zu schnell da für Rapp, der gerade ja diese Schussgelegenheit hatte. Der Österreicher geht in den gegnerischen 16er. Rückraum ist Rogic. Rogic ist frei. Rogic macht das Tor. 1:0 Hannover 96. Das ging viel zu einfach. 25. Spielminute. Und 96 führte wieder einmal in der HDI-Arena. Der Australier mit seinem ersten Tor für die Roten. Und das war richtig klasse gemacht von Martin Harnik. Da gehen 85% auf sein Konto. Der Abschluss von Rogic ist auch nicht schlecht, wie er den Ball am Mejiri vorbeispitzelt, der da gar nichts machen kann. Aber nichtsdestotrotz natürlich gerade der Antritt von Martin Harnik entscheidend in dieser Situation. Fürth reagierte
geschockt. Die kamen nicht mehr so wirklich raus aus ihrer eigenen Hälfte, machten Fehler im eigenen Spielaufbau. Hier arbeitet Rogic sich den Ball, der auf Martin Hanik weiterspielt. Hanik mit der Gelegenheit. Aber Medjeri ist auf dem Posten und kann diesmal den Ball nach 35 Minuten zur Ecke abwehren. Wir springen kurz vor die Halbzeit und wieder ein Fehler von Fürth. Es gibt allerdings den Einwurf für die SPVGG. Der landet aber wieder bei 96. Sarenren Basé mit der klasse Balleroberung. Füllkrug in den Lauf von Tom Rogic. Rogic! Schöne Parade mit Jerry. Egal! 2-0 Martin Hanik. 96 baut seine eigene Führung aus und das war wieder richtig gut und schnell gespielt. Der Konter nach der Balleroberung von Sarenren Basé in der gegnerischen Hälfte. Da scheitert Rogic mit dem schwachen Fuß, aber Hanik springt höher als ein Gegenspieler der Situation und köpft diesen Ball dann lässig ein. Medjeri kommt da wieder nicht hin. Klasse Parade vorher vom Ungarn, aber er wird wie so oft in den letzten Wochen von seiner Hintermannschaft im Stich gelassen. Die Fans von 96 waren zufrieden. Es stand 2-0 zur Halbzeit. Das war ein sehr, sehr solides und sehr, sehr ruhig stellendes Puffer. Martin Hanik bisher mit einer grandiosen Partie, Vorlage und Tor und auch Rogic mit Vorlage und Tor. Also das lief bei diesen beiden Offensivkräften. Von Niklas Füllkrug war noch nicht sonderlich viel zu sehen. Aber vielleicht ja in Durchgang 2 der Top-Torjäger der Bundesliga ist ja eigentlich gerade in Heimspielen immer besonders gefährlich. Allerdings wurde erstmal Ivar Fossum gefährlich. Gute Balleroberung, Ball in die Mitte und das Ganze dann letztendlich geklärt von Medjeri. Fürth spielte auch gerade am eigenen 16er. Teilweise haarsträubend riskante Bälle. Kam auf der anderen Seite aber ab und zu zumindest mal zu Gelegenheiten. Wie gesagt, die Offensive ist nicht so schlecht. Trippic versucht es hier mal. Ball geht aber am Kasten vorbei. Für Rogic war dann der Arbeitstag beendet nach 57 Minuten. Genauso wie Niklas Füllkrug, der auch rausging. Samuel Schuss, die kam in die Partie. Und Johannes Eggestein, der Nachwuchsstar, der von Bremen Winter bekommen war. Eigentlich war ihm gesagt worden, er würde wahrscheinlich keine Profi-Einsatzzeiten bekommen. Allerdings hier seine nächste Gelegenheit, sich zu beweisen. Erstmal beweist sich Königs. Mal wieder ein guter Schuss, den er da abwehren kann von Berisha. Allerdings war der auch nicht sonderlich platziert auf die kurze Ecke und eigentlich direkt auf den Mann. Wir gehen wieder auf die andere Seite. Hannover hat ab und zu nochmal Gelegenheiten und hier gab es ein etwas böseres Foul von Zun. Der kriegt hier auch vollkommen zu Recht die gelbe Karte. Es war ein bisschen Frust dabei, denn die SPVGG war in der zweiten Halbzeit das bessere Team. Allerdings ohne wirklich erfolgreich zu sein vom gegnerischen Kasten. 96 war dauerhaft gefährlicher. Bech mit der Flanke. Eggestein versucht's mal. Bech war auch reingewechselt worden auf der linken Seite für Felix Klaus. Hier noch nicht erfolgreich hergestanden, aber versuchte es weiter. Wir sind in der 82. Minute wunderbar durchgesetzt. Der Abschluss ein bisschen zu hoch. Er wartet auf sein erstes Bundesliga-Tor. Hier macht er es noch nicht, aber wir sind ja noch nicht am Ende der Partie. Allerdings muss man dazu sagen, es war eher Fürth, das am Ende nochmal Gelegenheiten hatte und spielte ganz, ganz schlecht von Zabol Schusti. Der Ball kommt auf Narei, der ehemalige Dortmunder, auf Trippic. Ja, mit dem Flankenball auf Sarah Rea. Schöne Abnahme, schöner Anschlusstreffer. 87. Minute, Fürth war plötzlich doch noch da. Sarah Rea mit dem provokanten Jubel vor der Kurve, der Fankurve. Der roten Zané sieht ein bisschen unglücklich aus. Königsmann kann gar nichts machen. Und Sarah Rea macht das richtig, richtig gut und bringt seine Fürther nochmal ran. Und die waren jetzt frech und wollten tatsächlich sogar noch mehr. Wir sind in der 90. Minute, Nachspielzeit der Partie. Dritte Minute bereits. Berisha versucht es nochmal, scheitert an sich selber. Und dann war Schluss in der HDI Arena Hannover. Also am Ende doch glücklich mit diesem Sieg, der in der Halbzeit noch souverän aussah. 2-0 gegenführt. Das ist ein Ergebnis, mit dem man in Hannover definitiv leben kann. Salif Sané hat seinen Laden nicht komplett dicht gehalten. Aber Timo Königsmann erledigte den wichtigen Rest. Und somit kann 96 weiter aufschließen zum VfB Stuttgart. Und weiterhin alle Chancen nach dem 2-1 gegen die Fürth auf die zweite Liga Meisterschaft. So, da sind wir wieder. Haben noch dieses schöne Tor kassiert. Leider Gottes hat Stuttgart gewonnen gegen Braunschweig, aber trotzdem Sieg und das ist das Wichtigste. Und nichtsdestotrotz können wir jetzt gegen Stuttgart aufholen, denn wir haben ja auch gewonnen. Fred Friday mit einem B und der möchte gerne spielen, wird er auch jetzt. Vorher noch einmal kurz die Pressekonferenz und da motivieren wir unsere Jungs vor dem Spiel gegen den Tabellenführer. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt laufen wird. Es ist noch ein Tag und wir sind angekommen am Sonntag, dem 16. April 2017. Gehen rein in die Partie, ich wünsche euch viel Spaß, auf geht's, vamonos! So Freunde, das Sommer wieder, HDI Arena, wunderschönes Wetter gegen den VfB, Spiel gegen den Tabellenführer, wir können bis auf 5 Punkte ranrutschen an die Stuttgarter, das wäre doch einfach nur Hashtag herrlich. Heute spielen die beiden Top-Torjäger der Liga gegeneinander, Füllkrug und Ginczek, allerdings hat Füllkrug mit 9 Toren leichten Vorsprung. Königsmann, Schmiedebach, Sané, Anton, Pripp, Fossum, Sarenren, Basé, Klaus, Rogic, Füllkrug und Hanik. Stammelf. Stuttgart mit Langerak, Großkreuz, Kaminski, dazu Sunjic, Insua, Hosogai, Gentner, Mané, Maxim, Piatti und Ginczek. Also nur, naja, ein wirklicher Neuzugang mit Piatti. Besonderes Spiel auch für Martin Hanik, denn der ist ja vor der Saison zu uns gekommen vom VfB. Mal sehen, wie wir das heute in die Tat, beziehungsweise wie wir heute für ihn ein schönes Comeback, beziehungsweise ein schönes Wiedersehen bereiten können. Ich bin gespannt. Letztes Mal war es ein Unentschieden. Damals hat der Umschwung begonnen. Mal sehen, wie es heute wird.
Schmiedebach ist da viel zu langsam. Gott sei Dank ist diese erste Szene noch nicht gefährlich da. Ach, das war ein scheiß Abwurf. Hätte ich schlauer denken müssen. Ja, schlauer denken ist so eine Sache. Schmiedebach gefällt mir allgemein in den letzten Spielen nicht. Ja, starke Anfangsphase vom VfB. Das war so schön gespielt und dann so ein Abschluss. Ach, von Noah Joel, Sarenren, Basel, dem kann ich ja nicht böse sein, aber das ist trotzdem mit so wenig Kraft FIFA-Mensch, ey, das ist... Der haut den noch nicht so rüber. Schöner Ball von Rogic, Füllkrug kommt nicht ran, aber wir sehen, die Energie ist auf jeden Fall da. Wieder Rogic auf Füllkrug, Füllkrug, diesmal... Sag mal, ey, was ist denn los? Warum erstens mit links und zweitens, warum wieder so hoch? Füllkrug macht das ganz stark, Martin Hane! 1:0, Nelly the Elephant im Hintergrund und der Österreicher in seinem Spiel gegen seinen Ex-Verein zu Hause von neuem heimischen Publikum mit dem 1:0. Füllkrug macht das klasse, der Pass im genau richtigen Zeitmoment. Zeitmoment? Und dann durch die Beine von Sunjic, nee, von Großkreuz sogar. Eieiei. Fischkreuz zum 1:0, herrlich. Stuttgart also früh unter Druck und wir machen weiter richtig gut hier mit Hanik, mit der Balleroberung. Nur noch Sunjic vor sich. Nur noch Sunjic vor sich, nur noch Sunjic vor sich, nur noch Sunjic vor sich. Füllkrug und Lengerek. Was eine Anfangsphase hier. Eieiei, Schmiedebach kommt nach einer Ecke zum Kopfball. Das darf normalerweise auch nicht sein. Hanik dreht sich schön um Hosogai, aber der ist doch da und wir kriegen einen Einwurf. Und wieder Hanik und Noah macht sich auf die Reise und dann mit Füllkrug. Aber trotzdem ein Einwurf für uns und vielleicht können wir ja das Ganze jetzt ausnutzen. Natürlich ist jetzt auf rechts erstmal nichts, aber da steht immerhin noch Noah. Gottes Willen, das war auch wieder ein Scheißpass, ey. Ja, das musste auch mal sein in der Situation. Jetzt hier schönes taktisches Foul von Schmiedebach, der seine Position da verweist hat. Und das gibt die gelbe Karte, ja. Oh, Noah mal mit Platz jetzt hier gegen Sunjic. Da müsste er normalerweise deutlich schneller sein. Ist er auch. Das habe ich nicht so gedrückt und das erst recht nicht. Wie soll ich denn mit rechts einen Pass da hindrücken hier, ey? Wieder ein Ball auf Martin Hanik. Der macht hier richtig Alarm im 16er von Stuttgart. Ich glaube, der 10. Schuss mittlerweile schon. Nicht von ihm. Sané, eieiei, mit ordentlich Wucht da mal aufs Tor. Ihr wisst ja, Ecken ist nicht mal ein Spezialgebiet. Und es gibt nochmal einen Einwurf. Und wir kommentieren die Szene jetzt mal live zu Ende. Ja, jetzt haben sie natürlich wieder postiert hier in der Situation. Aber Klaus kriegt den Ball und wir kriegen nochmal einen Freistoß. Nochmal. Ähnliche Position jetzt andere Seite. Ach nee, hat wir gar nicht, ne? Hat einen Eckball. Hanik bringt den rein. Noah. Noah. Schade. So, damit geht's in der Halbzeit. Wir sind deutlich überlegen. Zweite Halbzeit. Vamonos. Schöner Ball von Klaus raus auf Noah. Der dann allerdings ein bisschen, weit zurückspielt. Trotzdem haben wir jetzt hier mal ein bisschen Raum im Mittelfeld. Fossum. Wir warten den Vorteil natürlich nicht ab, sondern spielen weiter. Ball von Rogic auf Fossum. Wieder so hoch. Mann. So, Wechsel beim VfB, Maxim geht raus, Bodonis Avdijay haben sie sich geholt, okay, der geht rein. Und bei uns gibt es auch einen Wechsel, Klaus und ich glaube Rogic genau gehen raus und dafür kommen Eggestein und Soberg. Oh, Eggestein macht das richtig gut eigentlich und dann leider Gottes doch der Ballverlust. Aber vielleicht kriegen wir den nochmal wieder, ja, weil Stuttgart wird nervös. Wir sind ja auch schon in der 75. Minute knapp, das heißt, die müssten langsam mal den Ausgleich machen theoretisch. So, der Ball auf Soberg. Sieht gut aus, Hanik. Und da steht jetzt Eggestein im 16er. Schöne Drehung, Eggestein! Jawohl, 2:0, die Entscheidung. 82. Minute, der hannoversche Jung trifft gegen den VfB und sorgt dafür, dass wir nur noch 5 Punkte Rückstand haben. Das ganze Team feiert mit ihm und das war klasse gemacht von Soberg und Hanik. Und dann dreht er sich perfekt um Sunjic. Der Abschluss ist gut und das ist ein schönes Tor. Nochmal Noah mit einem Ball auf Arthur Soberg, der geht vorbei an Sunjic und wie, richtig, richtig gut und am zweiten Pfosten wäre wieder Eggestein, am zweiten Pfosten wäre wieder Eggestein und fast ein Eigentor da noch von Fischkreuz. Uiuiuiui, nochmal eine dicke Chance da für Stuttgart und eine gelbe Karte für Fossum wegen dem taktischen Foul, aber das läuft. Oh, Pfosten Werner, wir können echt nicht zu Null spielen. Oder vielleicht doch, wir sind in der Nachspielzeit. Spiel ist vorbei. Wir gewinnen gegen den Tabellenführer mit 2:0. Und ich glaube, das heißt, dass wir nicht mehr eingeholt werden können. Und ich glaube, das heißt, wir sind aufgestiegen.
Zumindest scheint die Reaktion irgendwie so. Sehr, sehr geil. Die Tore nicht von Fred. Der hat echt Fred auf dem Ziel. Ich brech zusammen. Die Tore von Eggestein und Harnik. Sehr, sehr geil. Und damit sind wir nur noch 5 Punkte vom VfB entfernt. Sehr wichtiger Sieg, auch für die Moral, ab in die Zentrale. Und jetzt gibt es eine Pressekonferenz vor dem Spiel gegen 60 bei 60, was wir ja eigentlich schon hatten. Wir motivieren mal unsere Jungens. Und ich würde sagen, wir schauen auch mal mit Genuss auf die Tabelle. Und tatsächlich ist es so, wir können wohl nicht mehr eingeholt werden. Nein, wir können nicht mehr eingeholt werden. Wir sind aufgestiegen in die Bundesliga durch diesen Sieg gegen den VfB. Was Schöneres gibt es doch gar nicht. Und wir können sogar theoretisch noch einholen. Haben den Top-Torschützen der Liga. Und ich glaube, in der nächsten Saison könnten wir theoretisch eine Kombination vorne drin haben aus zwei Hannoveraner Jungs. Was ich genau damit meine, werdet ihr in den nächsten Episoden erfahren. Ich plane jetzt schon so ein bisschen den Kader gerade durch und ich glaube, der wird euch gefallen. Beziehungsweise ich glaube, der könnte euch gefallen. Ja, die Ergebnisse im Training sind mir eigentlich relativ, weil wir haben den Aufstieg und das ist alles, was zählt. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.